Dass man hiermit einen richtig leckeren Gemüsefond hinbekommt, sollte, glaube ich, jedem von uns klar sein. Dass das aber auch fantastisch mit Resten geht, wie zum Beispiel hier den Schalen vom Sellerie, den Möhren und viel, viel mehr, das zeigen wir euch heute. Wir machen nämlich einen köstlichen Gemüsefond aus Gemüseschalen und der wird eure Lieblingssuppen oder Soßen nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Dafür kommen als allererstes 400 Gramm Suppengemüse in den Mixtopf und da könnt ihr jetzt im Grunde alles nehmen, sowohl frisches Gemüse in Stücken als auch eure Reste. Und wenn ihr, wie ich, gerne auch Gemüseabschnitte oder Schalen nutzen wollt, was ich natürlich super finde, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass euer Gemüse unbehandelt ist. Dazu kommen eine Zwiebel, halbiert mit Schale, 50 Gramm Pilze, zwei Knoblauchzehen, ebenfalls mit Schale. Und jetzt wird alles mit Hilfe des Spatels 5 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert. Wow, schaut mal bitte, wie gut das schon aussieht. Und jetzt kommt ja noch der Rest dazu. Als erstes brauchen wir 2 getrocknete Lorbeerblätter, 4 Pimentkörner, 10 schwarze Pfefferkörner, 2 Zweige Thymian sowie 2 Zweige Rosmarin. Und dann kommen nur noch Wasser und Salz hinzu und wir kochen alles 45 Minuten bei 95 Grad auf Stufe 1 aus. Das heutige Rezept kommt übrigens aus der Kollektion Eat Green Feel Good. Eine neue Kollektion, die jede Menge Köstlichkeiten für uns parat hält, die nicht nur gut für uns sind, sondern auch für die Umwelt. Und das auch noch mit Gelinggarantie. Schaut auf jeden Fall mal auf Cookido in der Kollektion vorbei und lasst euch inspirieren. Und jetzt einfach euren Gemüsefond durch ein Passiertuch oder ein Sieb in Schraubgläser umfüllen. Eure Gläser sollten dabei natürlich vorher einmal heiß ausgekocht worden sein und im Idealfall vorher nochmal heiß ausgespült. Das hat einfach die Bewandtnis, dass ihr sicher gehen könnt, dass sie schön sauber sind und dass das Glas nicht platzt, wenn der heiße Fond eingefüllt wird. Aber auch gefroren könnt ihr euren Gemüsefond super verwenden, und zwar in Form von Eiswürfeln. Dann ist er schon vorportioniert und hat genau die richtige Menge für eure Lieblingssuppe oder Soße. Und das perfekte Gericht, um euren Gemüsefond direkt auszuprobieren, haben wir hier für euch.